Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es um eine Custom Versity Jacket oder College Jacket auch genannt. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, in diesem Video geht es um eine Jacke, die ich in meinem Fall customized habe. Ich zeige euch genau, wie das geht, wo ihr die Sachen herbekommt, welche Jacke ich genutzt habe etc. Deswegen will ich gar nicht lange drum herum reden und wir fangen einfach mal an mit der Jacke. Die Jacke, um die es sich handelt, ist eine College-Jacke, eine Versity-Jacke, die es bei Mango zu kaufen gab. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, ich habe das in meinen 10 Favorite Pieces in einem der letzten Videos auch zu euch gesagt und euch die gezeigt. Die ist sehr, sehr nice, aber die gibt es jetzt leider nicht mehr zu kaufen. Ich habe aber allerdings eine Alternative gefunden, beziehungsweise mir ist eine bekannt. Und zwar ist das die von Dan Fox Apparel, das ist von einem Kollegen von mir, von dem Daniel, der auf quasi About You diese Jacke hier gedroppt hat. Die ist ziemlich ähnlich, das ist eine gute Alternative, aber es gibt verschiedene, ich sag mal relativ simple College-Jacken, die meiner Meinung nach auf jeden Fall dafür geeignet sind. Nur damit ihr quasi direkt schon eine Ausweichvariante habt, denn im Prinzip werdet ihr euch mit Sicherheit fragen, wo hat der liebe Sandro die Jacke wieder her? Und ja, ich kann in dem Fall leider, wer sie sich nicht gekauft hat, nicht mehr damit dienen. Die ist leider ausverkauft. Was ich gemacht habe, ist prinzipiell eine relativ Standardjacke genommen und die mit Patches aufgewertet habe. Patches in dem Fall habe ich mir besorgt und zwar auf Etsy. Ich muss dazu sagen, es ist relativ schwer, gute Patches zu finden, weil die meisten Patches entweder zu klein sind, denn ich hatte mir die hier bestellt, hier in Deutschland, und die sind mir viel zu klein. Ich habe in dem Fall den Buchstaben S gewählt. Ich sag mal, für Sandro liegt relativ nah, aber ich fand, das sieht auch ganz cool aus, das S. Ich habe aber auch zum Beispiel, zeige ich euch gleich, auch noch Zahlen mitbestellt und die Zahlen habe ich in dem Fall in der Größe verwendet. Die großen Buchstaben habe ich aus Amerika mir bestellt. Was besonders ist an den großen Buchstaben ist, dass sie circa 25 cm lang sind. Das finde ich wirklich ideal für diesen großen Patch auf der Brust und eigentlich auch eine Bügelfolie drauf haben. Wobei ich sagen muss, in meinem Fall, ich bin auf Nummer sicher gegangen, ich habe das Ganze festgenäht, beziehungsweise ich habe mir da Hilfe gesucht. Ja, ich finde die Buchstaben sehr, sehr nice. Ich habe 3 Varianten bestellt, ein S, ein L und ein N. Ist eine familiäre Geschichte, aber darum soll es auch gerade gar nicht gehen. Da gibt es jeden Buchstaben, den ihr euch vorstellen könnt. Alle Links zu den Patches habe ich unten in die Infobox gehauen. Da könnt ihr prinzipiell das Ganze nachkaufen und für euch selber eure eigene Jacke quasi erstellen. Bei den typischen Versity Jackets, und das seht ihr bei vielen Marken, ist es immer relativ typisch, dass man dicken Buchstaben, ich sag mal, auf der Brust hat und dann hier nochmal so kleine Ablagerungen, wahlweise auch noch auf den Ärmeln etc. Da kann man natürlich ein bisschen spielen. Es gibt auch Jacken, die hinten drauf noch was haben. Ich blende gerne mal was ein, was ich persönlich sehr nice finde, aber das sollte man dann einsticken lassen. Das habe ich in dem Fall einfach nicht gemacht und klar hätte ich jetzt auch, ich sag mal, irgendeinen Patch wieder mir besorgen können in einer gewissen Größe und das Ganze hinten drauf machen können. Aber da ist jedem beliebig überlassen, welche, ich sag mal, Varianten er wählt. In dem Fall ist das jetzt hier auch eine von Gant. Hier seht ihr, die ist relativ hochwertig. Auch diese gibt es nicht mehr zu kaufen. Wobei ich sagen muss, bei Gant kriegt ihr jede Saison immer wieder coole Versity Jackets in verschiedenen Colorways. Die hier war von, ich glaube, Fall Winter 2019. Aber es gibt immer wieder coole Varianten. So, dann kommen wir schon zu der Variante, die ich erstellt habe, beziehungsweise die ich mir ausgedacht habe. Und zwar habe ich auf dem Brust, in dem Brustbereich, das große S drauf genäht. Ich muss sagen, nochmal an der Stelle vielen, vielen Dank an meine Frau, an die liebe Nathalie. Die hat mir da geholfen, denn ich habe das Ganze versucht drauf zu bügeln und es ist nicht so geworden, wie ich wollte. Es gibt Jacken, wo das geht. In dem Fall hier, weil das zu, ich sag mal, zu flusig, zu, ja, keine Ahnung, es hat auf jeden Fall nicht richtig gut connected und ich dachte, bevor ich die Jacke dann zerstöre, denn man muss bei sowas auch extrem vorsichtig sein, wenn man sowas drauf bügelt, legt zur Not quasi ein Tuch darüber, sodass der Kleber dann, beziehungsweise das Bügeleisen nicht die Jacke verbrennt. Rein theoretisch würde ich jedem empfehlen,
bringt die Jacke einfach zum Schneider mit den Patches, sagt genau, wo das hin soll und dann seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite, weil ein Schneider, ein normaler Schneider, nimmt dafür auch nicht viel Geld, der näht euch die sauber drauf, die hält, die könnt ihr zur Reinigung bringen etc. Und drauf genäht ist auf jeden Fall besser als drauf gebügelt. Es geht natürlich auch drauf zu bügeln, aber in dem Fall sind wir auf jeden Fall auf Nummer sicher gegangen, vor allen Dingen auch, weil das Ergebnis nicht so geworden ist wie gewünscht und wir haben das Ganze drauf genäht. Ansonsten habe ich mich dazu entschieden, hier unten noch was hinzumachen, und zwar die zwei Ziffern. Die 1 und die 0 ist einfach für meinen Geburtstag. Ich habe am 10. April Geburtstag. Ich wusste jetzt nicht genau, was ich machen soll. Welche Ziffer verbinde ich mit mir? Und dementsprechend habe ich gedacht, komm, dann nimmst du einfach deinen Geburtstag. Es ist gut geworden, es ist nicht perfekt geworden, aber ich denke, für selbst gemacht und für jeden, der, ich sag mal, ein bisschen mit Nadel und Faden umgeht, kann das Ganze auch selber machen. Er muss es nicht zum Schneider bringen. Aber prinzipiell ist die Jacke wirklich so, finde ich, nochmal ein bisschen aufgewertet. Ist noch ein bisschen was anderes, nicht ganz so simpel. Und persönlich hat die dann den richtigen College-Vibe. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze fittet. Und ich finde den Fit extrem nice. Und ja. Came up out the womb of man, with everything that you demand. You could say I had a plan, way before I had a fan. Some would probably call it luck, I just call it being blessed. You ain't never did the work, but you wanna be the best. Lately I could never stress, never better, better yet. Might have had a thing for you, she know I'm the better bet. I digress, I let it rest, go and get another check. I could always see my future, I bet they could never guess. Guessing they get it, cause look at me now and then look at yourself in the mirror. I know they doubted my thesis, but they doubted Jesus. So Leute, so fittet die Jacke bei mir. Ich habe jetzt in dem Fall eine Größe L an, also im Prinzip eigentlich eine Size over meiner, also über meiner normalen Size. Das ganze College-Thema könnt ihr natürlich auch ein bisschen enger tragen, aber ich sag mal, dieses ganze neumoderne 90er-Vibes etc., typische College-Stil ist auf jeden Fall ein bisschen lockerer und dementsprechend finde ich persönlich die Größe L in dem Fall hier ideal. Wie gesagt, der Patch hier ist auch wirklich gut gewählt. Guckt, dass wenn ihr sowas aufnäht, dass ihr die richtige Höhe quasi wählt. Orientiert euch da einfach die Knöpfe, haltet das Ganze an und dann ist dementsprechend auf jeden Fall eine coole Variante bzw. eine coole Möglichkeit, das Ganze so zu platzieren, dass es wirklich ideal für euch ist. Hier unten ist einfach nur mal so ein kleines Extra. Wie gesagt, das hätte ich nicht machen müssen. Cool hätte ich es vielleicht noch gefunden, wenn man hinten noch was eingestickt hätte, aber aktuell, ich sag mal, hat natürlich auch alles zu, wo man das Ganze hätte machen können, aber so für selber gemacht, finde ich es wirklich perfekt. Die Jacke ist wirklich sehr, sehr nice. Und hat ein bisschen einen eigenen Charakter, einen eigenen Stil und finde ich, ist auf jeden Fall eine gute Variante, die Jacke so ein bisschen zu individualisieren. So Leute, wie gesagt, ich finde persönlich, dass eine College-Jacke wirklich unumgänglich ist. Gerade in dieser Saison, dieser Zeit sind die wieder super im Trend. Und dementsprechend könnt ihr da noch mal ein bisschen was Eigenes mit reinbringen. Besorgt euch gerne eine, macht das Ganze gerne nach. Guckt, dass ihr da ein bisschen kreativ seid und ja, auf jeden Fall eine dicke Empfehlung, sich eine College-Jacke für den kommenden Frühling zu sichern. Ja, und schaut einfach, wenn ihr Bock habt, sowas nachzumachen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wie gesagt, wie ihr das Ganze drauf näht, guckt euch irgendwelche Näh-Tutorials an. Ich bin jetzt auch kein Näh-Experte, dementsprechend habe ich mir da auch Hilfe gesorgt, aber vielleicht weiß das ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, eure Mutter oder was weiß ich, irgendein Teil der Familie, die sich ein bisschen mit Nähen auskennt. Und zur Not könnt ihr ja immer noch zum Schneider gehen und das Ganze einfach annähen lassen. Und ja, da würde ich einfach empfehlen, geht dahin, zeigt demjenigen, eurem Schneider, was ihr vorhabt und handelt einfach im Vorfeld einen Preis aus, was weiß ich, 15, 20 Euro. Und dann habt ihr nochmal so ein bisschen was Eigenes reingebracht und ihr habt für kleines Geld wirklich eine coole Jacke. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Das war es an der Stelle schon wieder. Vergesst auf jeden Fall nicht, ein Abo da zu lassen und ein Like. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Leute, Peace. Ciao.